Willkommen. Willkommen bei allen. Willkommen in der vierten Liga. Vierten Liga Südwest und willkommen beim Fußballmanager, dem neuen We Are Football. Zweiter Stream auf Twitch, nachher Aufzeichnung auf YouTube. Jetzt am 10. Juni. Heute Release des Fußballmanagers. Gestern hatten wir einen Gerald Köhlers Fußballmanagers. Gestern hatten wir einen langen ersten Preview-Stream. Ich wundere mich immer, es wird ja immer gesagt, da kann man eine Saison durchspielen an einem Abend. Also so wie ich spiele nicht. Ich will das genießen, ich will tüfteln, ich will gucken, dass der Kader besser wird. Ich will die Trainingseinheiten einstellen, ich will mitfiebern in den Matches. Ich will sehen, wie die Szenen abgespielt werden. Ich will bei jeder Flanke leiden, ob die ankommt oder nicht. Ich will am Schluss noch die Einwechselspieler reinholen. Ich will es richtig genießen, dieses schöne Spiel. Wir werden ja nicht durchrushen, wir werden jede einzelne Sekunde genießen. Bisweilen auch bangen und rufen, nein, doch, oh, ah. Falls irgendwie nicht alles so perfekt laufen sollte, wie wir es uns vorgestellt haben. Allen, sehen wir an, in der ersten Liga wird gefragt von Karl Bümmel. Viele Leute auf Chat, im Chat, freut mich sehr. Jetzt schon zu früher Stunde, 500 Zuschauer. Liebe Grüßen euch alle. Bin mal gespannt, wie viele es heute werden. Gestern waren es ja dann sogar doppelt so viel. Das fand ich sehr cool. Wir gehen gleich mal rein. Liebe Grüße an Chatmods, Martin ist da und Matze, die beiden habe ich zumindest erspäht. Passt gut auf Videogame History und auf Black Panther. Also, wir hatten ein Freundschaftsspiel beim letzten Mal geschafft. Das ist gut gelaufen. Halbzeit lagen wir 0-2 zurück. Dann noch gedreht, am Schluss 4-2 gewonnen. Und haben nur einen Aktionspunkt. Wir warten ein kleines bisschen ab, bis wir wieder neu bekommen. Im Augenblick schreiben wir den, wo steht das Datum? 15. August ist das Spiel das erste. Und irgendwo sind wir Ende Juli. Ich sehe gerade das heutige Datum nicht. Wo ist denn das heutige Datum? 15. August, da ist das Spiel. Gott, wo ist es denn? Kommt sicher gleich. Also es müsste 2 Wochen vorher sein. Wir haben noch einen Aktionspunkt, den nutzen wir nicht. Den behalten wir uns noch für irgendwelche teuren Vertragsverhandlungen, die kommen könnten. Wir gehen einmal weiter in die Wochenplanung rein. Diejenigen, die gestern dabei wissen, wissen, was man alles macht. Das ist die Zentrale. Von ihr aus kann man jeden einzelnen Bildschirm unten der Reihe nach aufklicken, Dinge einstellen. Danach läuft, das ist der Terminkalender, den man sich vollpflastert mit Terminen. Dann drückt man Woche durchführen, dann wird eine Woche durchgeführt bis zum Spiel, falls es eins gibt. Dann ziehen wir das Spiel durch und dann sind wir wieder im Startbildschirm für die nächste Woche. Ich habe so eingestellt, das würde ich euch auch sehr empfehlen, dass jedes Mal in jeder, zum Start jeder neuen Woche ein Autosave angelegt wird. Das ist nicht die Standardeinstellung. Das würde ich euch aber sehr raten, da in die Optionen reinzugehen und das einzustellen. Das ist die Woche, die machen wir uns gleich noch voll. Das ist der Bildschirm insgesamt. Das ist die erste Mannschaft, die wir haben. Das ist der Blick auf unsere Aufstellung, unsere Leute. Etliche haben wir auf die Transferliste drauf geschickt. Wir brauchen dringend einen neuen Stürmer. Priorität 1, Priorität 2, einen noch besseren Torwart. Wir haben nämlich einen, wollte ich beim letzten Mal verkaufen. Dann hatten wir uns ein bisschen vertaktiert bei den Vertragsverhandlungen. Wir haben ganz viele Leute, die echt uns nicht weiterbringen, auf die Transferliste gesetzt. Großes Problem bei uns. Wir sind pleite. Schaut mal da, wo eben noch WB war. Wir werden zwar am Ende der Saison richtig viel Geld haben. Hier steht Prognose 1,7 Millionen. Wir haben im Augenblick 1,2 Millionen auf der hohen Kante, weil wir so erfolgreich mit Sponsoren taktiert haben. Krux ist aber, wir haben immer noch, hier seht ihr es ganz gut, bei den Budgets sehen wir immer noch alte aus. Wir haben immer noch die Budgets, mit denen wir in die Saison reingegangen waren. Da war ja kaum Geld da. Und das Präsidium weigert sich, uns im Augenblick höhere Budgets zu geben. Da würde ich uns empfehlen, dass wir einmal nochmal versuchen, beim Präsidium vorzusprechen und schauen, ob wir nochmal einen neuen Termin bekommen bei dem. Das wäre eigentlich ganz gut. Wir versuchen mal. Kriegen wir Budgetveränderungen hin? Nein! Der Präsident macht Ihnen deutlich, dass Sie für diese Saison Ihre Budgetwünsche bereits vollständig ausgeschöpft haben. Vielen lieben Dank für gar nichts. Ich kann euch nur wieder sagen, Leute, tretet massenhaft ein. Tretet massenhaft ein in diesen Verein. Dann putschen wir, ich trete auch ein, wir führen demnächst eine Mitgliederversammlung durch und ich weiß schon, wer der nächste Präsident wird. Und dann, Leute, nicht nur als Trainer-Manager, sondern als Trainer-Manager-Präsident, werde ich dann als Trainer zum Manager WB hingehen, werde sagen, ich brauche bessere Spieler. Der wird als Manager hingehen zum Präsidenten WB. Der wird sagen, lieber Manager, richte deinen Trainer-Writing Bull aus. Du kriegst alles Geld, was du brauchst. Leute, tretet in allen ein. Macht das bitte. Ja, ganz wichtig, unbedingt, tretet in allen ein. Chat wird schon empfohlen, das machen wir demnächst natürlich nochmal. Wir versuchen das nochmal ein paar Mal hinzubekommen. Also das klappt schon mal nicht. Dann gucken wir nochmal in unsere Scoutings rein. Wir wollen ja unbedingt einen von denen hier uns holen. Mit Vorliebe Mathieu Lerch. Ah, er ist gescoutet.
Wir haben, wissen endlich, was er drauf hat. Wir haben endlich so lange Scouts hingeschickt, bis wir die Ergebnisse haben. Den Stürmer wollten wir haben und er ist schlecht bei Einwürfen, das ist mir vollkommen schnuppe. Kreativität gering, das ist nicht top, aber er ist immerhin, und er hat eine Schwäche allein gegen Torwart. Aber dafür kopfballstark. Und was hat er drauf hier? Er hat als Spezialeigenschaft Schusstechnik, gute Ballgewinne, etwas schlechter, das ist nicht schlimm, er spielt ja vorne. Da machen wir halt kein Gegenpressing die ganze Zeit oder Pressing, dann müssen die anderen halt für ihn die Bälle gewinnen. Also das ist schon mal ganz gut. Was war das nochmal für ein Kollege? Der ist 33 Jahre jung, ein absolut fairer Sportsmann, hier wird nicht gefoult. Team geht vor, Spielertyp Künstler, 33 Jahre alt, wird in Kürze 34, ist mehrfach verwendbar, Stürmer, rechter Außenstürmer, linker Außenstürmer, hat nur 3,9, eine ganz geringe Frische, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir wieder aufgepäppelt, hat leider nur 4, der ist noch nicht zu Ende gescoutet. Nein, der ist auch noch nicht zu Ende gescoutet, ungefähr Stufe 4, ungefähr 4. Wir wissen jetzt die Spezialeigenschaften von denen, aber wir wissen noch nicht den finalen Stärkewert. Wir müssen dranbleiben. Dann haben wir noch Lukas Huth. Da wissen wir ungefähr Stufe 6. Wir stellen mal den Torwart zurück und die scouten wir einfach weiter. Wir haben 4 Scouts im Augenblick eingestellt. Auslastung geht so. Wir müssen die weiter scouten. Ich kaufe die nicht ein auf gut Glück. Das bringt's nicht. Wir haben kaum Transferbudget, ihr habt sie eben gesehen. Kriegen wir nicht hin. Ahlensteuern, wer da oben steht's. Ahlen, vierte Liga Südwest. Das ist die Statistikzentrale. Da können wir uns unseren Verein auch nochmal anschauen. So sieht er aus. International nicht ganz so bekannt. National kennt ihn. Zumindest wer gerade zuschaut, kennt Ahlen. Und unser Präsident Maxim Krause. Dem haben wir das zu verdanken, dass wir kein Geld bekommen. Liebe Leute, ich würde euch nicht aufrufen, im Internet zu suchen, ob er einen Twitter-Account hat. Aber wenn ja, schickt ihm gerne die eine oder andere Hassbotschaft. Maxim Krause ist, also ich will nicht dazu aufrufen, aber... Ja? Maxim Krause, schickt ihm mal ein paar E-Mails. Macht ihm deutlich, er soll uns bitte mehr Geld geben. Maxim Krause. Er ist der Meinung, wir haben doch keine Ahnung. Meiner Meinung nach hat er da sehr viel Ahnung. Kann gut einschätzen, wie fit er ist. Die Aussage, wir haben doch keine Ahnung, bei ihm auf seiner Seite unterschreibe ich sofort. Solides Wirtschaften ist Pflicht. Er soll die Mäuse rausrücken. Unfassbar. Opposition ist immerhin stark. Vielleicht kriegen wir den irgendwie noch weggeputscht im Laufe der Zeit. Das ist unser Verein auf jeden Fall. So, wir können nur weiter scouten. Wir können keinen uns holen im Augenblick. Das ist die Übersicht über die erste Mannschaft. Die stehen alle auf der Transferliste. Wir hoffen weiterhin Termine für die zu bekommen. WB ist, man sieht es rechts oben, extrem gestresst. Schaut mal da. Fix und fertig. Hatte Anfang der Saison zu viele Termine gehabt. Jetzt muss ich versuchen, irgendwie runterzukommen, damit ich gesundheitlich nicht plötzlich umfalle und ein Co-Trainer uns plötzlich trainieren muss oder was auch immer. Taktik bleibt immer noch die wir vorher auch haben. Wir gehen auf Ballbesitz, Fußball, da sind wir ganz gut und spielen irgendwo so, ja, so vorsichtig offensiv, irgendwas in dem Bereich. Gehen vorrangig über den rechten Flügel, sind wir etwas stärker aufgestellt. Den Rest gucken wir, Pressing geht so mittelmäßig. Wir trainieren hin und wieder. Ecken waren wir zuletzt nicht mehr so gut, kontern können wir etwas besser. Abseitsfalle, Dribblings, aber mittlerweile etwas drin und aufgestellt. Nächster Schritt, den wir jetzt machen, wir gehen... Zweite Mannschaft haben wir keine, Jugendmannschaft hatten wir bislang uns noch nicht ums Training gekümmert, überlassen wir mal den anderen. Ja, hier haben wir niemand, wir könnten... Jetzt wird spannend. Hier haben wir einen Torwart 2,9, der ist 17 Jahre jung. Hier haben wir einen Torwart, einen Innenverteidiger 2,8, Stufe 3. Die können wir demnächst mal hochziehen. Oh Gott, was trainiert? Oh Gott, ist der mies. Wir wollen wenigstens die Trainingsgespräche von denen einstellen. Er ist gut bei... Bei was ist er gut? Tooltippe bitte kommen. Bei was ist er gut? Einwürfen. Zentrale Fähigkeit für jeden Innenverteidiger. Ist aber super langsam bei der Schnelligkeit. Der muss das erstmal wegtrainieren. Das ist okay. Und was kann Len Reinhardt? Aktives Mitspielen ist er nicht so gut und kann dafür sehr gut. Elfmeter, mein Gott, wenn wir wenigstens... Der Elfmeter-Killer als Torwart ist schon mal eine feine Geschichte. Aktives Mitspielen. Wisst ihr was, wir geben ihm mal eine zentrale... Kann er nicht eine zentrale Fähigkeit holen, was das Fangsicherheit als Torwart? Das finde ich wichtiger als die andere Sache. Wir gehen mit ihm auf Fangsicherheit. Das soll er trainieren. Und bei dem hier, bei dem oberen hier oben... Schnelligkeit bei einem Innenverteidiger ist schon wichtig, ne?
Im modernen Fußball geht das nicht anders. Er lebt in unserem Internat, die andere nicht. Und dann werfen wir hier drauf einen Blick. Medizinische Abteilung, zwei Leute sind krank, der eine hat eine Gehirnerschütterung, der andere hat einen Hexenschuss. War ich dabei? Habt ihr es nicht mitbekommen? Ich hab's gelesen. Irgendwo, also, oder ich hab's gehört, als Flurfunk. Wisst ihr, wie das passiert ist? Nicht? Der eine hat dem anderen beim Umzug geholfen. Ganz im Ernst, Henry Dörfler und Robin Wessels sind gute Kumpels und Henry Dörfler hat gesagt, Mensch Robin, du machst Umzug, ich helf dir. Henry hat Robin beim Umzug geholfen und beim Umzug musste eine Tür ausgehängt werden. Das hat Henry gemacht, hat sich dabei der Hexenschuss zugezogen, hat die Tür fallen gelassen, auf den Kopf von Robin draufgeknallt, deshalb die Gehirnerschütterung. Deshalb sind beide zeitgleich krank. Einerseits gut, dass der Teamgeist hoch ist bei uns, andererseits, das hätte besser laufen können. Wahre Geschichte. Wirklich. Genauso war's. Genauso war's. So, dann haben wir noch die Sachen hier, da haben wir eben drüber gesprochen, das ist die Organisation, Trainingslager, wäre schön und gut, kein Geld. Kein Geld. Was ich mal gerne gucken würde, ich würde noch gerne ein paar bessere Mitarbeiter noch einstellen, das ist die Mitte Mitarbeiter. Wir schauen mal, dass wir haben ein paar Ehrenamtliche und viele, die ganz gut sind. Und jetzt gucken wir mal, ob wir haben einen super guten Co-Trainer eingestellt, da geht viel Geld raus. Blick auf die Budgets zeigt uns, dass wir hier vorne, oh Gott, was? Oh, nur noch 20.000 im Vereinsbudget. Das heißt, das ist der Betrag, den wir ausgeben können, zum Beispiel für ein Trainingslager. Ein Trainingslager geht locker irgendwie 14.000 weg oder eher 30.000, haben wir ja gesehen, ne? 6 Tage weggefahren, 30.000. Da können wir vielleicht noch einen Mitarbeiter einstellen für ein Jahr. Das ist echt krass. Sollen wir gucken, wir könnten einen weiteren Mitarbeiter noch einstellen, wenn wir der Meinung wäre, der wird uns echt helfen. Sollen wir einmal gucken, ob wir irgendwie einen coolen Mitarbeiter noch einstellen wollen. Human Resources HR. Co-Trainer haben einen guten eingestellt. Der ist dafür zuständig, dass das Training auf die Spezialfähigkeiten besser läuft. Da gilt das selber bei der zweiten Mannschaft. Wir haben keine zweite Mannschaft. Das heißt, den könnten wir auch feuern. Kann man die feuern? Nee, feuern geht nicht. Wir können einen neuen suchen, den eigenen Mitarbeiter abwerben, wenn wir nicht. Ich kann eine Rede halten. Vertrag verlängern will ich auch nicht. Einstellungsstopp. Keine Gehaltserhöhung für normale Mitarbeiter, kein freier Kaffee. Ersparnis 2,8, Heizung runterdrehen im Winter, spart 1.000 Euro. Eltern waschen die Trikots der Jugendmannschaften mit Start 250 Euro im Monat. Die Mannschaften müssen kalte duschen, sparte 750 Euro. Also ganz so schlimm ist es noch nicht. Das können wir uns nicht leisten. Sommerfeste, Weihnachtsfeier, Jahresboni. Träumt weiter. Träumt weiter. Ich würde ihn gerne feuern, den Trainer der zweiten Mannschaft, weil wir haben keine zweite Mannschaft. Geht aber nicht. Läuft nicht. Wen wollen wir noch einstellen? Wir haben einen guten Scout eingestellt, einen Chef-Scout, der noch weitere Mitarbeiter mit einstellt. Das haben wir eben gesehen. Aber er ist zuständig so für die Hauptqualität. Ich würde gerne noch einen Fitness-Coach einstellen. Obwohl, da hatten wir eben, das lief eben schon ziemlich gut. Torwarttrainer, da brauchen wir echt mal einen guten Torwart für. Sollen wir mal gucken gehen? Also wir haben Finanzen, wir haben Chef-Scout, Jugend und so weiter. Wir werfen mal einen Blick rein in das allgemeine Hilfemenü. Das ist hier und schauen uns mal an die Infrastruktur, nein, die Mitarbeiter. Auswirkungen der Abteilungsleiter. Die Abteilungsleiter stellt mal ein, die wiederum dann die Mitarbeiter. Was hier wichtiger ist, Co-Trainer haben wir, Jugendkoordinator, mehr Talente kommen zum Verein, weniger Spieler springen ab, mehr Jugendspieler am Ende der Woche. Das macht Sinn, ne? Ihr wollt ja auch gerne mit Jugendkoordinator, dass bei uns schnell Nachwuchs da ist. Leute, die wir groß rausbringen, klingt doch gut, oder? Jugendkoordinator, sollen wir das versuchen? Wir haben wahrscheinlich nur Geld für einen einzustellen. Einen können wir einkaufen, nur einen. Das merken wir uns mal. Jugendkoordinator, Leitertransfers und bessere Scouting-Ergebnisse. Das wäre auch gut, das könnten wir dringend gebrauchen. Ah ne, den haben wir schon. Leitertransfers und Scouting haben wir. Organisationschef, weniger negative Ereignisse allgemein. Mehr Kandidaten für Abteilungsleiterposten ist mir egal. Negative Finanzereignisse reduziert, ist gut, kann man es nicht leisten. Leiter Marketing, mehr Umsatz, da wird der Gesamtumsatz, den wir haben. Wir sind ein kleiner Verein, beim Marketing so gering ist, macht es, glaube ich, keinen Sinn, jemanden einzustellen. Formverluste bei Verletzung reduziert. Ja, das klingt schon cool, aber
muss auch nicht unbedingt sein. Gebäudemanager, Sonderangebote, wir können es gar nichts leisten. Und ich will Sonderangebote. Fankoordinator, Fans werden schneller entwickelt. Da würde ich das Geld lieber schicken in die Entwicklung der Spieler und des Kaders. Da bekommen wir eher viele Fans bei spielerischem Erfolg. Das ist halt bei den paar Fans, die wir haben, ein Fankoordinator einstellen. Das ist zu früh. Torwarttrainer, Fitnesstrainer, die Leute sind schon fit. Kaderplaner, brauchen wir auch nicht zwingend. Koch. Steigert die Zufriedenheit der Spieler. Die bekommen von uns ein Milky-Way, ein Duplo und ein Tuna in die Hand gedrückt oder einen Klaps auf den Hinterkopf oder den Hintern, wahlweise, je nach Vorliebe. Und das sollte eigentlich reichen. Die brauchen doch keinen Koch. Echt? Als ich damals, nach dem Krieg, wir hatten auch keinen Koch. Wir waren froh, dass es überhaupt irgendwas zu beißen gab. Ein Koch. Wenn das der Perlberger wüsste, einen Koch einstellen. Das geht ja gar nicht. Ein Spiel dauert 90 Minuten, meine Mahlzeit muss schnell runtergeschlungen werden. Jugendtrainer, U17, U19 Eigenschaften werden schneller trainiert. Ja, das sind die Eigenschaften. Videoanalyst haben wir schon, Datenanalyst. So, also was ich am coolsten fand, war Jugendkoordinator und den Scouting hatten wir schon, ne? Sollen wir mal gucken gehen, ob wir einen Jugendkoordinator haben? Wir haben einen. Ist der gut genug? Der hat 3 Sterne. Das hier oben ist zum Beispiel ein 10-Stern, das ist ein 3er. Den könnten wir rausschmeißen und einen besseren Jugendkoordinator holen. Weil 3 Sterne ist besser als 0, aber richtig gut nicht. Sollen wir Ihnen sagen, danke für die Mitarbeit. Großes geleistet für den Verein, für kleines Geld. 5,5 im Jahr, wir wollen einen besseren haben. Sollen wir das machen? Was haben wir sonst noch nicht? Ich würde das machen. Ich würde einen besseren... Komm, wir holen uns einen besseren Jugendkoordinator. Ja? 9 Mitarbeiter suchen. Das Letzte, was wir machen können. Letzte, was wir heute machen können. 9 Mitarbeiter suchen. Jugendkoordinator. Aber das habe ich das Richtige gerade angeklickt. Entschuldigt. Einmal Jugendkoordinator war hier. Das ging mir zu schnell. 9 Mitarbeiter suchen. Ja, das ist hier vorne. Dann würde ich gerne noch mal eine Weiterbildung machen, um noch mehr Managerpunkte zu bekommen. Das ist hier unten. Dann treibe ich 2x Sport. Was brauchen wir sonst noch alles? Mehr können wir, glaube ich, gar nicht machen, ne? Training werden wir gleich nachgefragt. Eine Runde weiter. Gehen wir rein in die neue Woche, Leute? Ja, ne? Gehen wir rein in die neue Woche? Training werden wir gleich gefragt. Transferliste ist voll. Anstellen neu können wir noch nicht, weil wir noch mitten im Scouting sind. Es geht eine Woche weiter, glaube ich. Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, ne? Einmal abspeichern, falls ich doch was übersehen habe. Einmal schnell abspeichern. Weil man kann nach der Woche, die Woche läuft dann durch. Man kann nicht mittendrin raus und sagen, ne? Da hat man nur ein Autosave. Eine Woche weiter, Leute. Eine Woche weiter und gucken. Freut mich, dass so viele Leute da sind. Willkommen bei WB, das bin ich, bei Writing Bull. Ich bin Trainer, Manager von Ahlen. Nebenbei als Hobby abends, streame ich so ein bisschen auf Twitch und habe da selber so eine kleine App programmiert, die seht ihr gerade. Die heißt We Are Football und da geht es darum, dass ich meine persönlichen Erlebnisse unter der Woche mit meiner Mannschaft, ich versuche die groß rauszubringen, den Aufstieg zu schaffen, so mit kleinen bunten Bildern rüberbringe zu euch. Ihr sollt ein bisschen Einfluss nehmen auf unsere Entwicklung, all das, was wir jetzt machen, trainieren und so, das versuche ich dann in der neuen Woche umzusetzen im Real Life bei der echten Mannschaft, ja? Also das hat hier wirklich Auswirkungen. Ich glaube, der eine oder andere im Spiel glaubt, es sei ein Computerspiel. Leute, das ist doch kein Computerspiel. Im Chat? Leute, das ist kein Computerspiel. Nein, das ist meine Real-Life-App. Ich bin Trainer von Ahlen. Glaubt mir. Können diese Augen lügen? Ich glaube nicht. Sie können höchstens schwindeln, aber niemals lügen. Glaubt mir, es ist genauso. Ein Fanclub bittet um Besuch. Sollen wir das machen? Dann lieben uns ja. Wir wollen erstmal... Ja, komm, wir machen das. Einmal Fanclub besuchen. Einladung bei einem Bandensponsor. Mist, hatten wir eigentlich alle Banden schon verkauft? Hatten wir alle Banden verkauft? Oder eine noch nicht? 2 Banden können wir noch verkaufen. Das machen wir. Einladung beim Bandensponsor. In der Reihenfolge. Trainingplan. Wie fit sind unsere Leute? Frische Wert ist bei... Wo ist der frische Wert? Wo ist der Konditionswert? Bla bla bla. Einmal kurz, denn ich glaube, mein Bildschirm ist zu groß für diese Art von Spielen. Wo ist das denn? Wo sind denn unsere Frische und Konditionswerte gerade?
Also ich weiß, Frische war so um die 75 oder 80, ne? Gott, wo sind die denn gerade? Unten Mitte? Da unten steht's. Da, wo die Maus ist, mal wieder. 91 Kondition, 94 Frische, dann können wir reinhauen. Wir sind 2 Wochen vor dem ersten Spiel. Das heißt, was ist im Augenblick eingestellt? Wir wollen Ballbesitz, Fußball, wir könnten Ecken mal trainieren. Standards trainieren wir in der nächsten Woche. Pressing, Gegenpressing ist sehr hoch. Das sollten wir weiter trainieren. Abseitsfalle, Distanzschüsse, Konter. Ich würde gerne den Ballbesitzfußball weiter hochtreiben. Mal gucken, was dafür... Sag mal, Leute, sollen wir mal eine Trainingswoche definieren? Für uns? Was? In Spiel statt Allendorf ist jetzt schon. Nicht erst in einer Woche. Dann gehen wir jetzt in die Standards rein. Ne? Eine Woche Standards trainieren. Ja? Einmal Standards trainieren. Also wir machen mal eine... Wisst ihr, was wir definieren? Einfach einmal eine Trainingswoche für unter die Saison. Wo wir hier am Ende Sachen machen wie Woche speichern. Gut, wir machen Ende der Woche nach dem Spiel Auslaufen für die Leute, die gespielt haben. Auslaufen für die ersten 11. Und für die Reservisten machen wir irgendwas, was sie anstrengt und was ihre Kondition hochhält. Aber nicht zu brutal. Manche kamen als Einwechselspieler ja auch ein paar Minuten ran, die sollen ja nicht umkippen. Ballbesitzfußball, Angriffe durch die Mitte, Angriffe mit direktem Passspiel. Was könnte uns eigentlich fast immer helfen? Wir machen 3 Wochen und die wechseln wir immer durch. Jetzt machen wir die erste. Beim nächsten Mal setzen wir die wieder ein, nur modifizieren sie so ein bisschen und dann wechseln wir immer 3 Wochen durch. So habe ich das früher bei allen meinen Fußballmanagern gemacht. Das kam eigentlich ganz gut. Also ich würde gerne irgendwas machen, was die anstrengt und die Kondition führt, aber zugleich zum Beispiel unsere Ballbesitz-Fußballspiel-Philosophie ein bisschen gut macht. Stimmt, richtiger Hinweis von Forza Vettel im Chat. Wir spielen ja sehr über die Außen. Deshalb wären flache Hereingaben. Ich weiß nicht, ob wir kopfballstark sind. Das könnten wir machen. Flanken. Gegenpressing können wir auch hochtreiben. Das macht immer Sinn. Gegenpressing üben. Weil der Gegenpressing-Wert bei uns ist extrem hoch und den wollen wir noch weiter verbessern. Ja? Das können wir machen. Das machen nur die Reservisten, weil das müsste allen zugutekommen. Ja? So, dann machen wir die anderen Sachen hier vorne. Wir brauchen eine Standardwoche. Es beginnt mit Auslaufen für die erste 11 eigentlich. Nee, das machen die sonntags. Wir machen mal eine Standardwoche. Zonenspiele, kleine Gruppe, kurze Pässe, Gegenpressing. Gegenpressing, Pässe. Das sind die Sachen, die dabei geübt werden. Wir machen vor dem Spiel die Ecken, und zwar beide Arten von Ecken, werden bei Eckenstrafraum trainiert. Das ist schon mal okay. Dann machen wir hier noch irgendeine andere Standardgeschichte. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen, wenn wir 3 Wochen machen, wir machen hier einmal immer, der Freitag ist immer unter Standardsituationen stark. Dann machen wir hier einmal Ecken, beim zweiten Mal machen wir da Freistöße, beim dritten Mal machen wir da Einwürfe. Wäre mein Vorschlag, ja? Sollen wir das machen? Wir spielen mit Entlassung. Shadow. Wenn schon, denn schon. WB darf gefeuert werden müssen. Irgendwas in der Art. Muss gefeuert werden dürfen. So rum war es, genau. Einmal Ecken hier. Und dann machen wir die allgemeine Belastung hier oben. Also wir beginnen hier mit, was ist gut für uns für Ballbesitzfußball? Passpässen passt natürlich. Konter mit Passspiel ist gut für den Ballbesitzfußball. Kurze Pässe und Schnelligkeit trainieren ist auch gut. Ja? Konter mit Passspiel, dann machen wir kontrolliertes Umschaltspiel. Ist das, was hilft das? Kurze Pässe, lange Pässe. Dann trainieren wir aber sehr die Pässe. Ne? Aber Ballbesitzfußball ist doch gut. Passt, ist doch gut. Ja, genau, können wir machen. Ballbehauptung und kurze Pässe. Hier nehmen wir 3-mal kurze Pässe. Das ist mir etwas zu viel. Was können wir sonst machen? Positionsspiele in großen Gruppen. Wir stellen mal alle ein, die es gibt, und dann puzzeln wir die hin und her. Das ist nur kurze Spiele. Wir brauchen ein paar rote. Können die sortieren? Nein. Krafttraining können wir einmal machen. Aber die Kondition wird auch hochgehalten, durch, wenn man am Spiel teilnimmt. Das ist mal unter der Saison zu heftig. Pressing selber üben. Kann man die ziehen? Leider nicht. Wir packen Pressing hier hin. Das sind die roten. Lange Pässe, kurze Pässe. Kontrolliertes Umschaltspiel. Dann machen wir hier noch einen anderen. Hier machen wir noch einen weiteren roten hin.
Pässe üben. Nee, das ist nicht rot. Sprints ist gut für einen Antritt, aber das ist meine Eigenschaft, die dann geboostet wird. Ich will erstmal die Taktik boosten. Etwas, was so allgemein hilft. Steigerungsläufe, Schnelligkeit und Ausdauer. Das kann man machen, die beiden in den ersten beiden Tagen. Und ab hier dann gelbe. Sechsfelderschach, kurze Pässe trainieren. Und zwar massiv. Und dann machen wir hier was gelb. Ne, die roten wollten wir hier hin. Dann machen wir hier in die kurzen Pässe. Warum die denn hier löschen drin? Keine Ahnung. Einmal kurze Pässe hier oben. Wo war's? Nee, das Gelbe sollte hier. Da kommen die Pässe hin. Ach, L wie löschen. Das ist nach dem Alphabet. Jetzt verstehe ich. Da muss man erstmal drauf kommen. Dann machen wir hier noch was anderes Gelbes rein. Oder Grünes. Taktik. Allgemeines Taktikschulung. Gibt es sowas? Torabschlüsse auf jeden Fall. Torabschlüsse trainieren. Das gefällt mir auch ganz gut. Dann machen wir hier noch was Gelbes rein. Die Roten würde ich sogar eher vorne machen, weil die brauchen 3 Tage, bis sie das wieder in Ordnung gebracht haben. Bis die Belastung weg ist. Dann machen wir hier das Sechsfelderschach hin. Und Torabschlüsse, Pässe, gelb, gelb, gelb. Pässe ist hier schon. 2 Pässe brauchen wir nicht. Dann machen wir hier was, noch ein gelbes rein. Technik und Torabschlüsse. Technik hilft bei Technik und Kreativität. Einwurf, Elfmeter, Ecken, Ecken, Ecken. Distanzschüsse. Was ist grün? Gibt's kaum was. Dann gehen wir jetzt Trainingsspiel 11 gegen 11 hier vorne. Und dann machen wir hier noch was Rotes und dann machen wir hier das kontrollierte Umschaltspiel hin. Und hier packen wir noch was Rotes hin. Lange Pässe, kurze Pässe. Schnelligkeit, Ausdauer, Pressing. Wir müssen Gegenpressing noch üben. So, jetzt haben wir 2 Rote. 3 Tage braucht man, bis das weg ist. 2-mal Rot, 1-mal Orange, 3-mal Gelb. Hier auslaufen für die im ersten Spiel. Und für die Reservisten das hier. Das wechseln wir durch mit den Standardsituationen. Torabschlüsse trainieren, Torriecher, Schusstechnik. Ist okay. Weil die Pässe werden sehr viel trainiert hier. Wir könnten das 6-Felder-Schach noch austauschen, wenn hier so viele Pässe trainiert werden gegen irgendwas, was uns noch fehlt. Ne? Was könnten wir hier noch machen? Was meint ihr? Irgendwas anderes noch, was Rotes. Aber nicht nur Kondition bolzen. Das ist irgendwie... Was ist denn Hilt? Fitness brauchen wir nicht, nein. Dann haben wir hier ein Krafttraining, will ich auch nicht. Position, das sind wiederum nur die kurzen Pässe. Positionsspiele, kleine Gruppen haben wir hier. Pressing haben wir schon hier oben. Rondo-Varianten, Ballbehauptung. Das wiederum finde ich okay. Dann mal 1-mal kurze Pässe, 1-mal kurze Pässe, 3-mal kurze Pässe. Das müsste doch gut sein für die Ballbesitzfußball. Ballbehauptung ist auch wichtig für Ballbesitz. Na? Für Ballbesitzfußball, ich denke auch. So müsste das doch passen, oder? Jetzt frage ich mich noch, was die Symbole hier unten bedeuten. Die wenigen Symbole und die vielen, das ist, glaube ich... Mal gucken, ob das hier erklärt wird. Nee, das müsste irgendwas sein, wie ob das die Spielphilosophie boostet oder individuelle Eigenschaften. Ich glaube, das sind die individuellen Eigenschaften. Vielleicht ist das hier erklärt beim Training. Mal kurz gucken. Training ist hier. Die Spezialangriffe machen wir später. Das hat noch Zeit. Das ist die Intensität. Nee, hier ist das nicht erklärt. Schade. Das hätte ich gerne erklärt gehabt. Da können wir nur spekulieren. Mannschaftseinzel-Teamtraining, ja. Aber hat das auch... Das ist einer, der trainiert wird. Hier werden Gruppen trainiert, hier wird die Mannschaft trainiert. Aber die Frage ist, hat das irgendeine Aussage für bestimmte Werte halt, ne? Sollen wir das mal so abspeichern? Wir nennen die Woche WB01. Ich bin mal kreativ. Oder Saison. Innerhalb der Saison 01, ja? Also keine englische Woche, normale. Saison A nennen wir das, ja? Einmal Saison A. Einverstanden? Was würdet ihr noch ändern?
Das ist doch die halbe Miete. Die Trainings sind gut voreingestellt, da kann man darauf verzichten, kann man machen. Man kann alles hier spielen mit Assistenten und so, aber ganz im Ernst, das ist für mich so ein Reiz vom Spiel, an den Sachen rumzutüfteln. Vor allem, wir wollen ja nicht alles pushen. Wir wollen ja auch nicht alle Taktiken durchpushen. Da unten sind verschiedene Regler. Wir wollen einzelne hochhaben und uns dann darauf einlassen und die auch einsetzen. Und andere Sachen können ruhig runter. Also wenn Ecken Rückraum, müssen wir nicht unbedingt trainieren zum Beispiel. Oder Schwalben lassen wir weg, dann trainieren wir das auch nicht. Und wenn wir die Standardeinstellung nehmen, da wird alles gleichmäßig trainiert, dann lieber Schwerpunkte setzen, das richtig können und das im Spiel in der Taktik auch aktivieren. Gegenpressing, habe ich Gegenpressing nicht drin? Doch, ist da drin. Gegenpressing ist doch drin. Gegenpressing machen alle? Ja. Ist doch okay so, oder? Was meint ihr? So, die Ecken sind hier drin, Torriecher. Distanzschüsse brauchen wir nicht zwingend. Lange Pässe, kurze Pässe, die Konter. Sollen wir mal gezielt gucken, ob es noch Konter gibt irgendwo? Konter mit Passspiel. Konter sollten wir schon trainieren. Konter mit Passspiel sollten wir trainieren. Dann packen wir das. Aber das ist auch Umschaltspiel, ne? Verschiedene Taktiken. Das boostet alle Taktiken ein bisschen. Dann machen wir das weg und nehmen gezielt rein Konter mit Passspiel. Hat es geklappt? Wurde das überschrieben? Nein. Immer neue Trainingswochen, die ja sind. Das geht doch nicht. Wie muss ich das jetzt hier alles hier reintippen, damit es überschrieben wird? Jetzt hat es geklappt. Alles klar. So, jetzt haben wir es gemacht. Gegenpressing für alle? Nein, stimmt. Das ist für die Reservisten. Jetzt stimmt's, ne? Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder überschreiben. Macht mich nicht fertig. Ist jetzt alles korrekt? Ich glaube ja. Oh Gott, jetzt muss ich das hier wirklich überschreiben? Jetzt aber. Gibt's jetzt... Ja, jetzt stimmt's. Jetzt haben wir alles. Eins weiter, ja? Sind die auf der Bank auch Reservisten? Ich denke ja. Erste Elf und Reservisten. Gegenteil zur ersten Elf. Rest bleibt, wie es ist. Eine Runde weiter, Leute. Komm. Mitarbeiter suchen. Wir suchen nur einen Jugendkoordinator und zwar einen richtig guten, Leute. Dafür geben wir unser letztes Geld aus. Danke an Erdhobel für die freundlichen Worte. Wir suchen uns mal die beste Stufe, wo gibt. Das könnte Len sein. Len Neureiter. Sympathischer Name. Len Neureiter. Moa mit Schuh. Ist genauso gut und kostet... die sind relativ preiswert. Ich habe die mal nach der Stufe sortiert, wenn man sich den Gehaltswunsch betrachtet. Die sind beide okay. Die Vorstellungen sind komplett identisch. Dann nehmen wir mal Len, der steht oben und ich hatte mich gerade über seinen Namen gefreut. Vertragsdauer bis 2023. Das wäre Stufe 9, ne? Ein Wechsel müsste sich schon finanziell lohnen. Da geben wir echt unser letztes Gehalt für aus. Jetzt schauen wir mal, dass der ein bisschen billiger wird. Auf 14.000 runter. Zwei Punkte lasse ich runter. Nochmal. Er hat zugestimmt. Ja, da hätten wir ihn auch auf 13 runterjagen können. Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt haben wir einen guten Jugendkoordinator. So, Verhandlungen, Bandenwerbung. Wir sortieren wieder nach dem Grundpreis. Oh, da kommt richtig Geld rein. Wir haben zwei Bande noch übrig. Das wären 120.000 für jede Bande. Das ist weit überdurchschnittlich. Sehr cool. Müssen wir unbedingt haben. Läuft bis 2023. Jetzt haben wir Juli 2020. Wäre auch nach einem Aufstieg noch viel Geld. Können wir machen. Wir wollen möglichst viel Geld. Sollen wir die um ein Jahr runtertreiben? Ich glaube nicht. Das ist so viel Geld. Beim Aufstieg kriegen wir nur 25% mehr.
Wir könnten die ein Jahr runtertreiben. Sind wir auf Nummer sicher, ein Jahr runter. Und wir wollen noch mehr haben. So, das versuchen wir mal, ja? 290.000 und ein Jahr weniger. Das ist pro Bande 120.000, genau. Nee, das sind pro Bande, das haben wir gestern ausprobiert. Das sind 120.000 pro Bande. Haben da gestern ganz lange dran gebastelt. Ja. Das kriegen wir hin. Ja, es hat geklappt. Vertrag wird unterschrieben. Geld ist da. Sehr schön. Da haben wir ewig drüber diskutiert, ob die pro Bande ein Paket sind oder pro Bande. Ewigkeiten gestern drüber diskutiert. So, Fanclub freut sich über den Besuch. Und wir schauen mal, wie das mit dem Geld aussieht. Achso, erstmal. Oh, das Match steht an. Leute, vollste Konzentration bitte. Und wir gehen rein. Wer ist besser? Wir sind besser. Die haben 3 Sterne, wir haben 4 Sterne. Wir schauen uns mal an, wo die ihre Stärken und Schwächen haben. Die sind sehr gleichmäßig aufgestellt. Ihr Torwart hat Probleme bei Abstößen und bei Elfmetern. Es hat aber eine gute Strafraumbeherrschung. Das bedeutet, mit Kopfbällen und Flanken ist nicht so gut. Das heißt, wir versuchen eher flach reinzugeben. Mann, wir sind relativ gut eingespielt. Das ist hinter mir zu sehen. Guck mal hier. Eingespielt ist gut, Erfahrung gut, Motivation gut, Künstler-R-Index, das ist die Verteilung der verschiedenen Spielertypen, ist auch passend. Mannschaftsteile können wir alles so lassen. Ich glaube, so können wir machen, ne? Haben wir die Besten drin? Bei der Form gibt es kaum Unterschiede. Richard Bench, warum ist der denn hier links? Ach, das ist aber irgendwie Quark hier. Wir stellen... Der ist besser, der Markart geht hier hin. Genau. Dann, wie war das nochmal ein Torhüter? Wir wollten, glaube ich, mit dem Torwart... Nee, der soll verkauft werden, der Mattispol. Das passt so. Dann hier ist alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Das ist, glaube ich, weil die Verletzten sind immer noch nicht draußen. Das ist noch nicht so, wie wir haben wollten. Marco Kämmerer muss mit rein. Marco Kämmerer, den können wir auch im defensiven Mittelfeld aufsetzen. Oben ist aber, da haben wir mal schon 2 gute. Das ist Finn Jeschke. Und der Matti Hug. Der ist Rechtsfüßler. Finn Jeschke ist auch Rechtsfüßler, sogar eine ausgeprägter. Deshalb spielt er lieber auf der rechten Seite. Innenverteidiger stimmt. Marco Kämmerer in der Mitte, rechter Außenverteidiger Karl Reinhardt, da haben wir keinen besseren. Er ist schlechter. Raphael Sommer ist zu schlecht, das sind alles schlechtere, da geht es noch weiter runter. Da ist ein Rhein-Neuner, der hilft uns allerdings nicht nennenswert weiter. Und der Karl Reinhardt ist halt der beste Rechtsaußenverteidiger. Also ich glaube, so ist okay, ne? Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Der Sommer, den werde ich nicht fördern, den werde ich verkaufen, Leute. Der Mann, achso, weil der, ja, okay, er ist 17 Jahre jung und ist, er spielt außen auf dem Flügel, ist entsetzlich im Dribbeln, hat eine grottenschlechte Taktik und hat einen hundsmiserablen Antritt, ist 17 Jahre jung und steht auf der Transferliste, Leute. Das Jahrhunderttalent von Aachen, wo steht denn hier Jahrhunderttalent? Wie fantasiert ihr euch das Jahrhunderttalent zusammen? Das hätte ich echt gerne gewusst. Das hätte ich echt gern. Die Schwächen kann er verlernen. Ja, aber er muss auch erstmal was lernen, bevor er irgendwas verlernen soll. Brüllt ruhig weiter, Sommer. Weltklasse-Spieler. Träumt weiter. Team Sommer im Chat. Den werden wir ein. Wenn nichts mehr bei uns anbrennt, falls wir deutlich in Führung liegen, kommt er ganz am Schluss rein. Ja? Wenn er mich dran erinnert im Chat. Aber nicht zu Beginn. So, Rest bleibt so, wie es ist, ne? Ja, alles okay. Eins weiter.
Nein, warum ist das rechte Mittelfeld so schwach? Das war doch gestern besser. Oder fantasiere ich irgendwas zusammen? Ach, weil er verletzt ist. Henry Dörfler. Deshalb ist das rechte Mittelfeld plötzlich so schwach. Dann sollten wir übrigens nicht über die rechte Seite gehen. Nicht mehr. Sondern sollten wir gehen. Dann ist es völlig egal, worüber wir gehen. Der Feind. Die lieben Mitspieler auf der anderen Seite. Sind wo schwächer? Überall gleich stark. Sind in der Mitte geballt. Wir machen Flügelspiel. Aber egal über welchen Flügel. Das heißt, wir gehen nochmal rein. Wo ist denn der Taktikbildschirm, wo man das einstellt? Mit der Taktik, über welche Seite die gehen, kommt sich ja gleich, oder? Da ist er. Dann machen wir das hier ein bisschen reduzierterer. So, das sollte passen. Dann Pressing variabel. Wir haben sehr gutes Gegenpressing. Das können wir ruhig öfters machen. Kondition ist ja da. Das können wir auch später wieder zurücknehmen. Beim Pressing sind wir nicht ganz so gut, aber das üben wir auch ein. Ballbesitzfußball passt und wir beginnen mal mit Offensiv und gucken mal, wie der Gegner startet. Ja, sind zwar schwächer, aber wollen ja nicht gleich sowas. Wir starten mal mit vorsichtig Offensiv und gucken, was passiert. Konter machen wir sehr häufig. Da sind wir recht gut. Der Rest bleibt, Distanzschüsse weniger. Abseitsfalle ein bisschen häufiger. Dribblings auch ein bisschen häufiger. Rest bleibt, vermeiden Fouls, Ecken, kurze Ecken. Da sind wir nicht so gut. Das lassen wir erstmal weg. Rest bleibt, wie es ist. Start! Auf die Plätze, fertig! Anpfiff! Anrede! Was brüllen wir unseren Leuten zu, Leute? Was brüllen wir unseren Leuten zu? Gar nichts. Ach, wir können da irgendwelche Werte steigern. Das ist ein ganz normales Spiel, das wir professionell angehen. Ja, steigert hier den Fokus ein bisschen. Was soll den Leuten sonst sagen? Ein paar Sachen gibt es nur wenig im Jahr. Die sind ein bisschen unangenehmer, um nicht zu verlieren. Ja, komm, das ist ein ganz normales Spiel, das wir professionell angehen. Da oben, da geben wir auch keinen Aktionspunkt raus. Das nicht. Und eins weiter. Es geht los, Leute. Anpfiff. Das ist unsere Mannschaft. Oh, die haben die Anzeige irgendwie verändert. Entschuldigung, so ist besser. Ja, komm, in die Mitte. Abgefangen. Wir sind etwas besser. Ein Ticken besser. Angriff ahnen. Leute, wisst ihr was? Wir gehen sofort gleich in das Spiel noch ein bisschen. Das ist ein guter Start. Wir machen gleich noch ein bisschen mehr Druck. Rechter Flügel, alles schön gepflegtes Kurzballspiel. Bäumler in der Mitte, Flanktuck, Kopfball und Parade! So, wir gehen sofort rein und machen in der Taktik, wir wollen noch ein bisschen offensiver. Wir sind so am Drücker, das machen wir sofort, ja. Wir machen auch ein bisschen mehr Einsatz. Nehmt die Zweikämpfe an, bisschen mehr Einsatz noch. Ballbesitz 74% auf unserer Seite. Foul, Schiri! Gut erkannt! Hat es doch geholfen, dass sie ihm vorher eine Postkarte geschickt haben und ihm klar gemacht haben, für wen er zu pfeifen hat. Oh, das sind die anderen. Abseits! 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 Pfeif doch, Schiri! Aber das ist nicht gut. Leute, Hicksch! Fallrückzieher! Knapp vorbei. Ballbesitz mittlerweile ausgeglichen. Verschiebt sich hin zum Gegner. Okay, dann gehen wir ein bisschen auf vorsichtig offensiv zurück. Und jetzt sind wir wieder am Drücker. Vorsichtig offensiv scheint besser zu klappen. Kopfballkamera in den Mittel. Jeschke, dribbel, dribbel. Pass ab oder schieß, schieß. Ja, Tor. Unser erstes Ligator. Finn Jeschke. Ha, es geht sofort weiter. Nein, das sind die anderen. Das wäre unverdient gewesen. Leute, 1-0. Peitsch, komm, ich mach die Fans mal an. Wir wollen die Fans auch hören. Jetzt kann doch mal rein. Ich wechsle nicht in der ersten Halbzeit aus. Ballbesitz mittlerweile immer mehr auf Seiten der... Oh, die halten gut mit. Das war eine knappe Geschichte, Leute.
Also, wir machen jetzt nicht extra Motivation, brüllen, sollen wir uns eine Halbzeitansprache holen? Nein, kein Aktionspunkt. Wir haben nur noch einen übrig, das mache ich lieber bei irgendeiner teuren Geschichte. Immer wenn wir einen Managersprung haben, bekommen wir extra Aktionspunkte. Nicht für eine Halbzeitansprache jetzt. Das ist zu... Da haben wir besser anderes. Spielen alle ganz gut? Ich glaube ja, ne? Ein schwaches Spiel, das eigentlich nur besser werden kann. Wer behauptet denn sowas? Einsatz. Wegen beim Einsatz. Wie sehen die... Die anderen haben mehr nachgelassen als wir, ne? Die anderen lassen mehr nach als wir. Wir sind stärker. Wir spielen mal mit dem Einsatz weiter und setzen vielleicht höchstens am Schluss noch eins drauf. Spielen weiter mit unserem Ballbesitz, Fußball mit normalem Einsatz. Wild entschlossen, Taktik ändern ist, glaube ich, nicht nötig, ne? Weiterhin Gegenpressing, weiterhin über die Flügel. Vorsichtig offensiv machen wir weiter. Rest bleibt, wie es ist, Leute. Alles bleibt, wie es ist. Nicht zu offensiv. Ballbesitz beim Gegner. Eine gelbe Karte für uns. Daran denken, dass wir den eventuell rausnehmen. Oh oh. Hoffentlich das 2-0. Das können wir so dringend haben. Danach würde ich einen Bus vors Tor setzen. Fernschuss. Nachfassen hat er ihn. Konter. Nein, bitte kein Konter. Lotz wirbelt sich nach vorne. Die Zuschauer rufen, Rotz weg, Rotz weg. Entschuldigt, das war ein ganz schlimmes Niveau. Oh oh. So, wisst ihr was? Ja, wir können nicht anfangen, jetzt zu halten. Ne? Ballbesitz 50-50. Wir gehen mal auf neutral. Erhöhen jetzt den Einsatz. Nee, wenn man den Einsatz erhöhen kann, kann er eventuell rausfliegen, der Hook. Schauen wir uns die Taktik nochmal an. Neutral ist okay. Wir kontern weiter. Abseitsfalle machen wir weiter. Distanzschüsse. Weiß ich nicht. Ich würde so weitermachen, den Rest, ne? Angriff Allen. Ja, komm. Konter statt Allendorf. Nein, Querpass. Zweikampf. Foul, das kann man noch anders sehen. Elfmeter? Ja, Elfmeter gehalten. Speck, du bist der Größte. Leute, komm, wir müssen uns das überlegen. Das Spiel rauscht uns hier ab. Das Spiel rauscht uns ab. Wir müssen uns ganz schnell was überlegen. Ganz schnell was überlegen. Oh Gott, Leute, ganz schnell. Warum? Leute, wir müssen uns irgendwas überlegen. Sollen wir defensiver spielen? Wir spielen defensiver, ne? Also wir haben jetzt nur 20 Minuten. Wir gucken mal, ob wir an der Aufstellung noch was drehen können. Wir können uns ein bisschen weiter da hinten postieren mit allen, aber... Wir könnten einen der Stürmer, der Außenstürmer, rausnehmen und stattdessen hinten reinstellen, einen weiteren Innenverteidiger reinnehmen, nämlich Hane. Der ist 3-9er. Immer vorne einen von denen raus, aber das sind unsere besten Leute. Wir könnten Ferdinand Bäumler rausnehmen, unseren Stürmer, dann wird er auch geschont. Die beiden sind allerdings nur außen jeweils gut. Wie viel sind die in der Mitte? Bis 4-9 runter. Hier wäre 5-9. Wäre aber eine Möglichkeit. Wir könnten mit zwei Außenstürmern spielen, den in der Mitte rausnehmen. Dann haben wir aber keinen für die Abnahmen. Ist eigentlich egal. Wir könnten Ferdinand Bäumler rausnehmen, einen Innenverteidiger rein und mit zwei Außenstürmern weiterspielen. Ne? Sommer rein. 1-0 für uns knapp. Und jetzt ein Talent einwechseln. Träumt weiter. Wir machen das. Wir nehmen Ferdinand Bäumler. Wie viele Minuten haben wir? Wir können auch, wenn wir den Philipp Winkel nach rechts packen, rechtes Mittelfeld ist er nur 4-7. Wenn wir ihn, da wäre er 4-6. Ballgewinner, er ist gut in Ballgewinnen. Das heißt, er könnte im Mittelfeld Bälle gewinnen. Dann nehmen wir einen der beiden raus, Konrad Marquardt oder
der hat auch diverse, der hat auch sowieso eine geringe Ausdauer. Der wird immer schlechter und ist kopfballschwach. Wir nehmen die beiden, so wechseln wir die aus, und Konrad Markart, für den wechseln wir den Innenverteidiger rein, den Hane, nehmen den Hane nach unten rein, den setzen wir etwas weiter nach außen, den setzen wir weiter nach außen, die nach innen. Dann schauen wir mal beim Hane, ob der Linksfüßler oder Rechtsfüßler ist. Er ist Rechtsfüßler. Marco Kämmerer ist ebenfalls Rechtsfüßler, dann ist das egal. So, ne? Ziehen die noch ein bisschen weiter nach hinten. Was mich sehr interessieren würde, dann setzen wir auf Ballbesitzfußball. Und auch ein bisschen kontern. Bäumler ist ein. Er ist halbwegs beidfüßig und Winkler ist auch halbwegs beidfüßig. Den setzen wir etwas weiter in die Mitte. Die kommen sogar ganz in die Mitte. Ne, wir setzen den hier nach außen. So. Und dann gehen wir in die Taktik rein und sagen Flügelspiel über rechts. Ja? So, okay. Ausrichtung defensiv. Nimmt die Zweikämpfe an, machen wir weiter. Freistoß Ahlen. Na, so knapp vorbei. Habt ihr das gesehen? So knapp drüber vorbei. Hat nur das Holz touchiert. Ahlen, Ahlen kommt. Wir müssen, ja, Ahlen kommt. Ich glaube, wir haben auch bessere Ausdauerwerte einfach. Über die Flügel, flanken. Jetzt haben wir keinen mehr in der Mitte, keinen Abnehmer mehr. Kopfball von da hinten. Bäumler ist noch drin. Knapp vorbei. So knapp war das. So knapp. Ich glaube, wir haben den Kameramann getroffen. Wieder Angriff. Leute, wir drehen auf. Je defensiver wir spielen, desto mehr Chancen sind. Das merke ich mir. Dribbelt in die Mitte und ist da hinten wieder Bäumler. Unser einziger Stürmer und Tor! Ja! Ja, 2-0. Ja, großartig. Weiter, jetzt geht's aufs Torverhältnis, Leute. Jetzt geht's aufs Torverhältnis. Bis die mal aufs Tor schießen. Knapp vorbei. Mann, jetzt können wir Sommer reinnehmen, ja? Jetzt wäre ich bereit, Sommer reinzunehmen. So, jetzt nehmen wir Sommer rein, euren Liebling, und nehmen den Tauschen, den Marlon Faller. Der ist schon ziemlich runter, ne? Und da sehen wir auch Notenwerte mittlerweile. Ja, Fitness geht runter, M. Faller. Dann tauschen wir den jetzt aus, linke Position gegen ihn hier. Wir könnten noch zwei weitere Wechsel machen. Ich finde, wir sollten noch ein paar Leuten jetzt ein bisschen Erfahrung geben. Ist der, wer ist denn, wer, wisst ihr noch, wen wir alles auf die Bank, wen wir alles auf die Transferliste gesetzt haben und wen nicht? Wir nehmen Bäumler raus gegen Eppler. Eppler ist 22 Jahre jung, tolles Talent, starke 2,8, Stufe 3, arbeitet an seinem Torriecher und ist nicht die hellste Leuchte. Der geht rein für Bäumler. Der hat sich ein Päuschen verdient, und dann machen wir noch eine weitere Auswechslung, ne? Wen schicken wir sonst noch raus und rein? Veit. 31 Jahre alt. Ja, den nehmen wir auch rein. Den brauchen wir eventuell nochmal. Der soll gut gelaunt bleiben, und packen ihn hier hinten rein. Reinhard, der war schon von Beginn an dabei, ne? Ja. Nochmal Angriff Ahlen. Gerade eingewechselt. Eingewechselt und ein Tor gemacht. Äpple. Nein. Schon wieder Äpple. Sommer. Wieder Äpple. Zwei Tore innerhalb einer oder zwei Minuten durch Äpple.
Den haben wir gerade eingewechselt. Der hat 2 Tore gerade gemacht. Ich fass es nicht. Das ist ja unfassbar. So, jetzt haben wir noch eine Auswechslung, die wollen wir noch nutzen. Und geben irgendjemand Spielpraxis. Sollen wir den Torwart wollen wir ja verkaufen. Irgendjemand kriegt noch einmal, darf noch einmal rein. Ein Bench zum Beispiel. Ja, komm. Wie alt ist der? 22 Jahre. Eckenschwach, das ist immer sowas von Schnuppe. Der kommt rein. Linker Außenstürmer oder was auch immer. Das merken wir uns aber für die Taktik. Ne? Es scheint so etwas besser zu klappen. Und den tauschen wir aus gegen... Was hat er drauf? Gegen Jeschke können wir den aussetzen und dann 1 nach vorne ziehen. Oder gegen Ceylan. Gegen Jeschke. Und ziehen ihn dann hier ins offensive Mittelfeld. Linksfuß. Und er hier mit seinem Rechtsfuß. Cool, ne? Jetzt gehen wir auch mit dem einen Einsatz bleibt. Stadt Allendorf versucht noch ein Ehrentor zu erzielen. Ein Ehrentor. 90. Minute. Wir wollen großzügig sein. Habt ihr es gehört, wie ich eben den Torwart zugezischt habe? Lass mal einen rein. Wir wollen die nicht demütigen. Hab ich gemacht. Habt ihr gehört? Ihr wart live dabei, wie ich das gedacht oder gemurmelt habe. So war's. Sommer hat seinen Stammplatz. Ich erfraxe. Träum weiter. Im Hintergrund laufen andere Spiele. Leute, das ist doch cool. Wir wechseln einen jungen Nachwuchsstürmer ein und der schießt innerhalb von Sekunden 2 Tore für uns. Sehr schön. Großartig gelaufen. Jetzt wird gefachsimpelt. Setz doch den Linksfuß lieber auf der rechten Seite ein, denn wenn er, dann kann er in die Mitte abziehen und schießen. Ja, das ist so Geschmackssache. Da wird viel diskutiert. Unfassbar. Nur 4-1. Murgord, das habe ich gelesen. Unglaublich. Danke an Song Gangku für dein Abo. Liebe Grüße an dich. Spielberichte. Teams mit viel Glück hatten ein Kleeblatt. Also das trifft auf uns ja nicht zu. Kann man echt nicht sagen. Es war hochverdient. Teams mit viel Pech hatten eine schwarze Katze gleich. Schaut euch das mal an. Schwarze Katze bei Spiesen-Elversberg. Kleeblatt bei Koblenz. Tabelle. Wer liegt vorne? Ahlen. Die Presse berichtet... Writing Bull hatte eine Mannschaft zusammen, der man wirklich gerne zuschaut. Die Spieler sprühen vor Motivation, selbst wenn einmal nicht alles gelingt. Mit dem Ergebnis kann man außerdem sehr zufrieden sein. Na, also wenn die Presse das so meint, in aller Bescheidenheit will ich sagen, ja. Kann man so formulieren, ich hätte selber nicht besser schreiben können. Ja, Arlen! Okay, es war nur das erste Spiel, aber trotzdem. Ich finde, man darf ab dem ersten Spiel schon abheben. Sinnlos. Und sich berauschen an deinem ersten Erfolg. Äppler. Nein, wer liegt vorne in der Torschützenliste? Äppler, der Nachwuchsstürmer. Das ist die Mannschaft des Tages, über die die Presse bestimmt hat. Da sind natürlich auch mehrere Leute von uns mit dabei. Finn Jeschke zum Beispiel steht in der ersten Mannschaft ligaweit. In der 11 des Tages, des Spieltages. Team Fortschritt, Ballbesitz, Fußball besser geworden. Gegenpressing wird immer besser die ganze Zeit. Einer für alle, alle für einen. Der Teamgeist ist gesunken. Ja, warum denn? Verstehe ich gar nicht. Dann frischer Wert ist ein bisschen schlechter geworden. Das wird gleich noch besser. Jetzt kommt ja erstmal, wir hatten gerade ein Spiel. Wir haben gleich Auslaufen und Gruppenkuscheln. Da wird alles besser. Oh, die Ecken aus dem Strafraum werden sogar besser. Beim Konter werden wir besser. Distanzschüsse schlechter. Hier werden wir überall ein bisschen schlechter. Absatzfalle schlechter. Trainingszustand, aber das ist wichtig. Das ist der zentrale Wert. Beim Ballbesitzfußball, den können wir offensiv und defensiv nutzen. Das ist so eine... Wenn wir eine Taktik gut beherrschen, eine halbe Meter. Ja. Sehr gut. Schöner erster Spieltag.